runterbeugen, das ist keine Schwierigkeit. Noch bin ich ja relativ jung. Ja, erstmal bin ich baff. Schönen Dank an die beiden Mädels vom Bürger für Bürgerrechte für das T-Shirt. Ja, das haben wir gerne gesponsert, denke ich mal. Geht für alle drei stellvertretend. Und naja, es ist ja im Interesse der Sache, wie gesagt, man sieht ja auf dem T-Shirt auch unsere Flagge, unsere Nationalfahne drauf, ja, die Deutschlandfahne. Und die kann man ruhig zeigen. Das ist keine Schande heutzutage. Als letzten Redner heute im Bunde von der ersten Veranstaltung möchte ich gerne euch allen bekannt den Christoph Berndt begrüßen. Als Abgeordneter der AfD, aber auch als Vertreter von Zukunft Heimat, weil wir mit allen Bürgerbündnissen, die mit uns möchten, auch zusammenarbeiten. Ja, da kommt er schon. Ruhig vorderauf. Oh. Kontaktgeschützte Mikrofone. Vielen Dank, Daniel. Guten Tag, liebe Freunde hier auf dem Viehmarkt in Cottbus. Immer schön, in Cottbus zu sein. Wir haben ja in diesem Jahr, auch seit Mai, vielen Dank, wir haben ja seit Mai oft demonstriert und wir haben nicht die Demonstration genannt, Merkel muss weg, sondern es waren Demonstrationen Covid-1984, es waren Demonstrationen für unsere Bürgerrechte, deswegen die Initiative Bürger für Bürgerrechte und gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Aber das ist nur ein anderer Titel für Merkel muss weg, denn uns allen ist klar, die Hauptverantwortliche auch für das Elend der Corona-Politik, die Hauptverantwortliche ist Angela Merkel und sie ist verantwortlich für all... Sie ist stärker verantwortlich als ihr Gesundheitsminister Jens Spahn. Sie ist stärker verantwortlich als ihr Robert-Koch-Institut-Präsident Lothar Wieler. Sie ist stärker verantwortlich als der Staatsvirologe mit den ständig wechselnden Meinungen Christian Drosten. Die Hauptverantwortliche für das Elend der Corona-Politik in diesem Land ist und bleibt Angela Merkel. Und machen wir uns kurz noch einmal die Situation klar. Februar, März war die Lage undurchschaubar. Es gab Katastrophenmeldungen aus China, aus Italien, anderswoher. Die Bundesregierung wiegelte ab und sagte, keine Gefahr. Und als dann die Gefahr real zurückging, legte die Bundesregierung den Schalter um und verfügte den Lockdown im März zu einem Zeitpunkt, als der Höhepunkt der Infektion, das kann man in den Statistiken des Robert-Koch-Instituts nachvollziehen, bereits überschritten war. Nun halten wir der Regierung zugute, dass sie eben keine Experten sind, dass Angela Merkel vielleicht eben doch nicht die großartige Wissenschaftlerin ist, als die sie uns immer verkauft wird, ebenso wenig wie sie eine großartige Rhetorikerin ist. Aber Freunde, vor Ostern wurde die Heinsberg-Studie veröffentlicht, von Professor Streeck, die zeigte, dass Covid-19 eben bei weitem nicht die gefährliche Erkrankung ist, als die es zunächst einmal beschrieben wurde. Und am 8. Mai hat der Ministerialbeamte Stefan Kohn sein Memorandum an den Bundesinnenminister Horst Seehofer geschickt und damit an die Bundesregierung. Und der hat eindrücklich klar gemacht, mit einer Reihe von Fakten, die er aus dem Kontakt mit vielen Experten genommen hatte, Suchari Bhakti war einer von ihnen, er hat klar gemacht, dass es keine Bedingungen mehr für diesen Lockdown gibt, der im Bundestag Ende März beschlossen wurde. Und wir machen das auch nochmal klar. Kurz darauf hat sogar der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow, Linkspartei, gesagt, wir in Thüringen sind davon ausgegangen, es würde 60.000 Covid-Infizierte, 60.000 Covid-Kranke geben. Es sind in Wirklichkeit 200. Es gibt keine Bedingungen mehr. Wir müssen den Ausnahmezustand beenden. Das hat Ramelow gesagt. Also offensichtlich war auch das eine unverzeihliche Äußerung. Er bekam massiv Gegenwind. Und das, was die Thüringer Landesregierung im Mai machen wollte, weil sie sich nämlich an den Fakten orientiert hatte, auszusteigen aus diesem Lockdown, wurde dann doch nicht gemacht. Und das, die Richtlinien der Politik dieses Landes, die Richtlinien dieser Politik bestimmt Angela Merkel. Und deswegen ist Angela Merkel nicht nur
nicht nur verantwortlich für die Einschränkung unserer Bürger- und Freiheitsrechte, die eben nicht begründet ist und begründet werden kann mit einem wirklichen Notstand. Sie ist auch die Hauptverantwortliche dafür, dass durch diese Corona-Politik immenser wirtschaftlicher und medizinischer Schaden diesem Land zugefügt wurde. Wer zählt die Toten? Wer zählt die Toten, die gestorben sind, weil sie nicht rechtzeitig behandelt wurden, weil sie sich nicht mehr ins Krankenhaus gewagt haben, weil sie in der Einsamkeit von Pflege- und Krankenhausstationen einsam und verlassen gestorben sind, weil sie Depressionen bekommen haben, weil das Immunsystem unter Angst schwächer wird? Wer hat diese Toten gezählt? Keiner. Der Berliner Rechtsmediziner Michael Zokos hat zwischenzeitlich davon berichtet, dass er allein 8 Sektionen hatte von Menschen, die gestorben sind aus Angst vor Corona, aus Angst vor der Corona-Pandemie. Angela Merkel ist die Hauptverantwortliche dafür. Und wir haben ansonsten heute ja eine lange Liste gehört von dem, was Angela Merkel uns in diesem Land, in ihrer Regentschaft, in ihrer Kanzlerschaft gebracht hat. Von der Energiewende, über die Migrationspolitik, über den, nicht den Ausverkauf, sondern das Verramschen nationaler Interessen an die EU. Wir haben eine lange Liste gehört und es wird Bücher geben, es wird Filme geben und es wird hoffentlich auch Untersuchungsausschüsse geben, die dieses Versagen unter Angela Merkel aufhellen und aufklären und aufleuchten. Aber lasst mich noch eine Überlegung anstellen. Zu all dem Elend, was unter Merkel produziert wurde und für das Angela Merkel die Hauptverantwortliche ist, gehören immer 2 Seiten. Wie kann es denn sein, dass eine Kanzlerin, die so eindeutig und so eklatant gegen die Interessen des Volkes handelt, das sie zu vertreten hat, wie kann es sein, dass sie so lange im Amt ist? Was ist in diesem Land los? Was ist in Deutschland los, dass Angela Merkel noch immer im Kanzleramt sitzt? Angela Merkel hat maßgeblich dazu beigetragen und hat maßgeblich aufgenommen, eine Stimmung in diesem Land, die sich mit dem Wort Alternativlosigkeit verbindet. Und das ist vielleicht das wichtigste Merkmal der Regierung Merkel, die dieses Wort und dieses Dogma von der Alternativlosigkeit. Denn Alternativlosigkeit heißt, das Fehlen anderer Möglichkeiten und das Fehlen anderer Meinungen ist der Gegenbegriff zur Demokratie und zur Freiheit. Die Demokratie und die Freiheit lebt von der Alternative, sie lebt vom Meinungsstreit, sie lebt davon, dass andere Positionen legitim sind und vertreten werden und genauso berechtigt sind wie die eine Position. Und wer die Atmosphäre und das Dogma der Alternativlosigkeit prägt und aufnimmt und vertritt, und Angela Merkel steht für Alternativlosigkeit wie niemand sonst auf der Welt, das ist ein Mensch, der innerlich totalitär ist, totalitär denkt. Das ist das Merkmal des Totalitarismus. Es gibt nur eine Meinung, es gibt nur eine legitime Position und jede andere Position wird denunziert als Nazi, als rechtsextrem, als verschwörungstheoretisch und als menschenfeindlich. Für diese Art der totalitären, antidemokratischen Diskussion steht Angela Merkel. Und das ist das Schlimmste, was sie diesem Land angetan hat. Dass sie die Alternative und die Diskussion und die Meinungs- und Gedankenfreiheit in dieser Art und Weise geschwächt hat. Das ist ihr allerschlimmstes Vergehen. Und deswegen stehen wir hier. Denn wir zeigen, es gibt immer eine Alternative. Natürlich gibt es immer eine Alternative im Leben. Und wir stehen hier als lebendige Alternative. Und wir lassen uns nicht entmutigen von all diesen Vorwürfen, von all diesem Framing, von all diesen Verleumdungen. Wir wissen, dass wir das Richtige, das Wahre vertreten, dass wir eine gute Sache vertreten. Und wir wissen auch, dass wir verpflichtet sind, diese Sache zu vertreten. Denn wir alle sind Erben eines Landes, das Generationen vor uns in harter und entbehrungsreicher Arbeit aufgebaut haben. Und sie würden mit dem Kopf schütteln und sie würden verzweifeln, wenn wir uns nicht wehren würden. Wir sind es denjenigen schuldig, die uns das Erbe hinterlassen. Und natürlich sind wir es auch denjenigen schuldig, die nach uns kommen werden. Wir sind es ihnen schuldig, dieser Alternativlosigkeit, dieser Kanzlerin der Alternativlosigkeit und damit dieser Kanzlerin der Unfreiheit zu begegnen. Das tun wir unverdrossen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir, weil wir für die richtige Sache stehen, weil wir die besseren Argumente haben und weil wir weitaus mehr Mut haben als die ganzen feigen Mitläufer unter Merkel, dass wir uns am Ende auch durchsetzen werden. Ihr wisst, Hoffen ist Pflicht. Ich danke euch.